7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Weißt du, was du auch einfach machen kannst? Nee. Es gibt ja Koordinaten in Minecraft, ne? Du Bast. Moin moin, meine aktiven Spritzer! Junge, was war das für eine Anmoderation? Hast du die von Montana Black geklaut? Ja, ich dachte, der hat viele Views und dann kriegst du vielleicht auch welche. Ja, vielleicht klappt das ja wirklich. Ja, siehste? Bitteschön. Willst du 5 Euro? Ja. Hab ich aber nicht. Au! Julian, schön, dass du wieder da bist. Du hast ja immer noch nicht so viel von diesem ganzen komischen Zeug hier und vor allem von mir. Was ist los? Ja, ich bin auch ein bisschen verstört. Aber du bist wahrscheinlich auch gewohnt, ne? Ja. Ah, natürlich, schon. Deine Papronen. Yeah. Ja, erstmal flexen hier, Junge. Ah, oh mein Gott. da geht's übrigens runter, ne? Falls du es noch nicht gesehen hast. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, ne? Ja. Nur so am Rande erwähnt. Au! Oh. Ach so, das ist so tief. Ach so, ich. Ich hab schwere innere Blutungen. Ja, Julian, ne? Passiert manchmal, aber ich werde deine Leiche unten aufkehren. Hattest du überhaupt Stuff? Oh ja, hattest du. Ja, natürlich. Aber warte, ich kann direkt aushelfen. So, guck mal, da bist du und da kannst du deine ganzen Sachen wieder einsammeln. Oh. Bin ich nicht ein guter Bruder? Ja, total. Schmerzt es noch? Soll ich irgendwo pusten so? Pff, au! Ey, ich darf nicht sterben, ich habe einen Levelpunkt. Hui! Komm zurück! Julian, ich habe heute eine ganz besondere Aufgabe vor mit dir zusammen und eine sehr lustige obendrein, denn wir starten heute den ultimativen lustigen LBH-Bauwettbewerb, der deswegen lustig ist, weil du dabei bist. Und weil ich ein verdammter Versager bin. Das habe ich so nicht gesagt, aber ja. Vor der Aufnahme. Ja, ihr wisst gar nicht, wie er mich vor der Aufnahme behandelt. Aber ich sag am Ende immer, dass das eigentlich auch nur Spaß war. Das musst du den Leuten dazu sagen. Ja, aber dann, wenn die Aufnahme zu Ende ist, sagst du wieder, das war Spaß, dass das Spaß war. Okay, also der Turm, den wir weiterbauen müssen, ist nämlich einerseits der hier, nämlich dieser kleine Anbau hier. Und ich werde, bevor wir jetzt mit diesem Bauwettbewerb beginnen, nochmal einen zweiten Turm bauen, der hier nur an die Seite gebaut wird. Dafür habe ich mir auch extra Skizzen bereitgelegt, die das Ganze so ungefähr erklären. Und Julian, wenn du magst, kannst du dich schon mal direkt mit den nötigen Sachen equippen, denn der Bauwettbewerb behandelt nämlich Folgendes. Er wird hier das Spitzdach weiterbauen oder ja, erstmals bauen, mit Nethersteinen, so wie er das halt schön findet. Und ich werde bei dem Turm, der da jetzt da hinten hinkommt, auch ein Dach drauf bauen. Und das Schöne daran ist, beide Türme haben den gleichen Umfang, den gleichen Durchmesser und dementsprechend die gleichen Voraussetzungen. Julian, hältst du das für eine gute Idee? Ja oder nein? Schreib es mal. Nee, sag es einfach direkt. Muss nichts in die Kommentare schreiben. Julian? Sicher? Ja. Du kannst es doch schon gerne in die Kommentare schreiben. Ja, dann schreib es nochmal in die Kommentare. Ich meine, Schaden wird es mir ja eh nicht. Also, ne? Fühl dich frei. Für den Algorithmus. Ja. genau. Aber ja, findest du schon fair, ne? Ja, total. Okay, cool. Ja. Noch nie einen fairen Wettkampf gesehen. Du fragst dich jetzt garantiert, weil ich sehe das schon in. Oh, hier sind. Okay, ich habe noch eine bessere Antwort auf die Frage, wo Nethersteine sind. Hier unten zum Beispiel. Ansonsten könntest du auch zur Base in Let's Build Hogwarts, wenn du noch weißt, wo die ist. Einfach Warp Cobblestone? Ja, schon. Das kannst du auch machen. Also eigentlich nur Warp Cobble. Oder. Oh. Oder du machst. Warte mal. Bei unserer normalen Base, also bei Warp Hogwarts, wenn du einfach nur Warp Hogwarts eingibst, dann müsstest du zum Innenhof kommen. Und da sind auch noch Ziegel im Ofensystem hinten drin. Genau. Hat man es verstanden? Ja, ne? Ja. Okay, cool. Da. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hinten, bei der Base, hinter der Tür, die wahrscheinlich zu ist. Aber die kann ich ja jetzt öffnen, ne? Die kannst du theoretisch öffnen. Jetzt muss ich allerdings... Bin hier bei Hermine. Ja. Richtig? Ja, genau. Und dann musst du, da ist so eine Tür an der Seite. Ja. Und dann gehst du einfach durch diese Tür und dann kommst du an der Seite zu einem, Ofensystem. Oh mein Gott, ja. Ne? Okay. Und da guckst du dann halt einfach so in die Truhe rein. Und wenn du das tust,
dann siehst du, dass da Netherziegel drin sind. Ja, oh mein Gott. Und die nimmst du dir dann einfach? Und wie macht man sich aus Netherziegeln Netherstein? Ich finde das so cool, dass ich endlich mal mit meinem Minecraft-Wissen irgendwo flexen kann. Weißt du das? Ja, in vier Dinger rein und dann... Oh Junge, hättest du nicht einfach mir zuliebe mal sagen können, dass du keinen Plan davon hast? Ja, ey, das ist ja komplett idiotensicher, als ob ich das Spiel noch nie gespielt habe. Alles klar, reibst du unter die Nase. Okay, ich bin trotzdem gerade ein bisschen stolz auf mich. Ich habe gerade auf Anhieb hier einen Kreis gebaut, ohne einen Fehler zu machen. Aber das hört sich aber jetzt leicht... Warte, du baust schon? Ja, aber nur diesen Seitenturm, damit ich gleich überhaupt... Ey, das ist so ein Scam. Ja, ich kann doch keinen Wettbewerb mit dir machen, wenn nur du einen Turm hast. Ich brauche ja auch einen Turm, weißt du? So? Nee. Ja? So, den baue ich jetzt nämlich einfach... Oder willst du mir gerade ganz kurz bei meinen süßen kleinen Türmchen hier helfen? Der muss nämlich 43 Steine nach oben gebaut werden und ich glaube, bis ich damit fertig bin, ist die Folge zu Ende. Ja, was für Steine brauche ich denn dafür? Koppel. Also aktuell. Liebe Zuschauer, bitte bringt mich nicht um. Er wird, also der Turm wird noch mit anderen Steinen umgesetzt. Nur, ne, so... Weil, wird er nicht. Doch, wird er wirklich. Nee. Hat er mir auch vor der Aufnahme erzählt. Ja, weil das die Wahrheit ist. So, ich werde diesen Turm hier mit anderen Steinen umsetzen. Das Ding ist halt nur, dass ich diese anderen Steine noch nicht kenne und nicht habe und ich deswegen nicht das machen kann. Und deswegen nehme ich einen Ersatzstein. Einen Fillerstein. Einen sporadischen Wie heißt das Wort? Sag mal, hier. Ein was? Sporadischen Spon... Prophylaktisch, ne? Ne, provisorisch, prophylaktisch. Ach, ist doch egal. Prophylaktisch ist doch das, was du beim Zahnarzt machst, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber die Leute wissen, was ich meine. Ich habe dieses Wort gefecht jedes Mal, wenn ich sowas versuche zu erklären. Aber ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst, ne? Julian, wie läuft's bei dir denn gerade? Ich bin... quasi auf dem Rückweg. Guck mal hier, ich bin da. Ich bin was, da, wo? Ich bin da. Was? Wo? Ja, hi. Oh Gott! Okay, warte, wenn du es schaffst, hier drauf zu landen, dann gebe ich dir. Oder du hast hoffentlich vielleicht sogar ein paar Koppel? Ja. Ja, okay. So, ja, dann, oh, warte mal, magst du den Besen doch nochmal setzen? So. Sag mal. Ich finde es aber immer noch nett, dass du. Okay, dann machen wir es so. Warte, ich muss nämlich nochmal eben kurz abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Weißt du, was du auch einfach machen kannst? Nee. Es gibt ja Koordinaten in Minecraft, ne? Du Bast. Was kommst du? Hey. Okay, warte. Nicht weinen. Ich nehme mich nie wieder auf. Nein! Warte, ich hole dich wieder. Ich hole dich zurück ins Leben. Oh mein Gott, ich bin runter. Oh, aber nicht so tief. Ja, verdient. Was ich nämlich gerade noch sagen wollte, ich weiß es nicht mehr. Dann hat mich die Wut übergepackt und dann habe ich dich umgebracht. Ey, das war voll der gute Tipp. Ja, zu gut. Das ist, ja. Dieser Turm hier muss nämlich insgesamt 43 Steine nach oben gebaut werden. Und ich bin zu faul, das mit Koordinaten zu machen. Deswegen mache ich jetzt meinen Trick, der übrigens voll gut ist, ja? Nämlich 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32. Du blöder kleiner Pisser. Ey, das war ein Drive-By, ja. Das war beim Vorbeifliegen, richtig. Mann! Oh nein! Bist warte, du. Water MLG jetzt. Ja, mega krasser Water MLG. Ich sehe es, Julian, ich sehe es. Oh nein. Du blöder Penner, jetzt sind wir beide hier. Hi. Super. Und wer holt uns jetzt hier raus? Ach. Ja. Hm. Hallo, Cherry Maus, was geht? Cherry Maus. Na? Hol uns mal hier raus. Wir haben hier das reimt sich sogar. Cherry Maus, hol uns hier raus. Cherry Maus, hol uns mal hier raus, denn wir haben ein kleines Problem. Ja, die ist das erste Mal drauf. Ja? Oh. Ja? Oh Gott, die Arme wird direkt von uns belästigt. Ja, hallo Cherry Maus, grüß dich. Ich denke, das ist normal. Ja, wird direkt vom YouTuber begrüßt. So, hallo Cherry Maus. Hi Cherry. Oh, sie hat ein Axolotl auf. Okay, sie will, glaube ich, die Regeln lesen. Wir sollten sie nicht belästigen. Ja, stimmt. Aber das ist doch ein Axolotl, oder? Oder? Mit ein bisschen Fantasie? Ja, ja. Ne? So? Sogar an der Seite von ihrem Kopf hat sie das hängen. Ja, voll süß. Okay, sie will die Regel lesen, wir belästigen sie. Okay. Oh, hier geht's nicht raus. Warte mal, ich mach mal eben slash back. Ach, da bin ich. Oh, ja. Wo bist du gestorben? Ein bisschen weiter weg von dir, so ein paar Meter. Ich bin von meinem Wesen gerutscht. Komm ich einfach zu dir, ich weiß, wo ich den muss. Okay, ich glaube nicht, dass ihr das gerade. Ja, okay. Wie du sagst. So, hi. Ach da, hi. Hier, an der Seite, glaube ich, ne? Ja. Ja, bin ich das? Ja, ja.
oder? Sieht nach meinen Eingeweiden aus. Ja, ja, das ist meine müsstest du sein. Okay, dann nochmal eben Zeitumkehrer, ahoi. Und dann würde ich sagen, fliegen wir mal eben nach oben und klatschen mal eben diesen blöden Kackturm fertig nach oben, damit wir diesen unglaublich heroischen, mega krassen Bauwettbewerb starten können. Mein Besen ist noch da oben. Willst du mich da hochbauen? Ja, mach ich sofort. Ich muss nur mal den Absprung schaffen. So, okay. So, dann einmal Vorsicht, du landest jetzt auf einem einzigen Stein. So. Tada! Und dann muss man hier so irgendwie runterspringen. Genau. Alles klar. Julian. Schaffst du's? Oh mein Gott. Okay, ja, alles easy. War gar kein Problem. Höhenangst hattest du nicht, ne? Doch, eigentlich schon. Okay. Ja, ich hatte letzte Folge gefragt, das ist dann bei Minecraft auch so schlimm, oder? Nee. Okay. Also im Real Life ist es tatsächlich auch gar nicht mal so schlimm, wenn ich quasi, also ich bin auch öfter mal so ein Kletterwald. Wenn ich halt weiß, dass ich gesichert bin, ist alles cool, aber... Und hier bist du ja nicht gesichert, wie man sieht. Ja, aber das ist ja auch ein fucking Game, so. Ich bin ja kein Dummkopf. Ich kann das Spiel nur Realität auseinanderhalten. Ja gut, das stimmt. Also ja, also zumindest das Spiel keine Realität ist. Ob du das auseinanderhalten kannst, das weiß ich nicht so genau. Aber Julian, jetzt mal an dieser Stelle die Frage, beziehungsweise ich habe dich ja vor dieser Folge gezwungen, den aktuellen Fantastic Beasts 3 Trailer zu gucken. Und du hast nur ein bisschen geweint. Wie fandest du den? Ja, ich finde den gut. Also, so allgemein finde ich den auf jeden Fall gut. Ein paar Sachen haben mich irgendwie verwirrt. Aber vielleicht auch, weil ich einfach nicht so deep into it bin. Zum Beispiel. Ja, deswegen finde ich die Frage, um gerade ganz kurz um den Zuschauern das zu erzählen, die Frage finde ich deswegen so interessant, weil Julian ist, wie gesagt, so ein Moderator, Potter-Fan, sage ich mal. Und jetzt bei weitem nicht so krass drin wie ich oder wie ihr wahrscheinlich auch. Deswegen finde ich diesen Kontrast zwischen meiner Sicht auf den Trailer und seiner Sicht auf den Trailer mega spannend. Also, ja, genau, das war ich sagen. Ja. Warum hat der dicke Muggel, wie hieß der nochmal? Jacob meinst du? Jacob, genau. Warum hat der einen Zauberstab bekommen? Ja, okay, das sind die... Ich finde das so ein bisschen weird. Ja. Also der muss jetzt natürlich auch einen bekommen, weil... Ja, da sprichst du etwas an, was tatsächlich eine große Frage ist, aber da muss ich leider auch selber passen. Das ist generell, ja, auch für Potterheads gerade ein riesiges Thema, warum er ausgerechnet einen Zauberstab bekommen hat und vor allem, warum er Hogwarts sehen kann, weil, naja... Stimmt! Oh mein Gott, ne, da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hä, warte mal gerade ganz kurz, ich muss mal kurz... Oh nein! Nein! Ja, aber das kann man schnell korrigieren. Warte, muss eben eine Sache runterbauen. Hier oben, aber wie ist denn das passiert? Warte, lol. Ich schieb die Schuld einfach auf dich, ja? Ist okay, ne? Okay. Ey, das ist so eine Aufnahme drin, so. Wir werden sehen. Stimmt. Ach, das hier ist, hä? Ja, das muss nur, ja, nee, ach Gott, ich glaube, ich bin schuld. Ich habe ja die unterste Schicht gebaut, da muss ich ja schuld sein. Ja. Ja, okay. Wie immer. Aber dann habe ich anscheinend unbewussterweise irgendwann rausbekommen, dass es falsch ist und habe es dann wieder richtig gebaut, ohne es zu merken. Yay, ja, genau, also was ich sagen wollte, ich weiß es nicht mehr, aber die Frage, dass bezüglich warum Jacob einen Zauberstab hat und vor allem auch Hogwarts sehen kann, weil das solltest du ja eigentlich auch noch wissen, ne, dass Muggel können ja gar nicht Hogwarts sehen. Ja, das weiß ich. Ne? Und das ist halt auch so eine Frage, die durch den Trailer aufgekommen ist und ja, es gibt verschiedenste Theorien, manche glauben... Aber was soll er mit dem Zauberstab, wenn er Muggel ist, so? Ja, es gibt verschiedenste Theorien zu dieser Frage, die ich jetzt nicht ganz genau besprechen möchte, weil, da kommen noch eigene Videos zu. Aber es ist, schon fragwürdig. Und da im zweiten Teil Minerva McGonagall vorkam, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Also, Minerva McGonagall kam im zweiten Teil vor, obwohl sie da noch gar nicht am Leben war. Oder sie war da schon am Leben, aber ich glaube, sie war noch im Babyalter, laut dem Kanon. Und kommt halt im zweiten Teil als, Lehrerin vor, was gar nicht sein kann, vom Zeitpunkt her. Mhm. Und jetzt haben natürlich viele Leute die Sorge, dass auch in Teil 3 da ein so großer Logikfehler bei ist. Aber ich kann es mir auf keinen Fall vorstellen, weil die spielen im Trailer damit. Also, ich finde, die spielen mit dieser Tatsache und wollen den Leuten so Fragezeichen bereiten. Und es dann am Ende damit zu erklären, dass es halt einfach ein Logikfehler ist und jetzt konnte das auf einmal. Glaubst du das ehrlich so? Ich weiß es nicht. Ja, also, I don't know, ich fand's halt so, das ist halt so ein Disney-Move irgendwie, wir müssen irgendwie was Schönes, Familienfreundliches da reinbringen und deswegen kriegt er jetzt auch einen Zauberstab, weil er einer von ihnen ist, weil er so viele tolle Sachen mit ihnen erlebt hat und deswegen hier, bitteschön. Ich hoffe so sehr, dass du damit nicht recht hast. Ja. Das wäre echt grauenhaft, aber da muss ich dann... Also da musste ich halt als erstes denken, als ich das gesehen habe, dass das so ja. der Move wird.
Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, aber insgesamt hat dich der Trailer, also du hast wahrscheinlich, hast du den Trailer vom Teil 2 oder so gesehen, oder? Locker, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Ja, aber so grundsätzlich würdest du sagen, dass er dir schon ja, Freude bereitet. Gefällt mir der Trailer auf jeden Fall. Ja, das ist doch schon mal sehr cool. Also es ist halt, das Thema, worum es halt gehen soll, ist halt auf jeden Fall interessant so. Ja. Deswegen, also wenn die jetzt nicht, so, ich könnte auch noch darüber hinwegsehen, wenn die das jetzt irgendwie mit dem Zauber, okay. Stein rein. Wenn die das irgendwie verkacken. Ah, scheiße. Geht's? Stein rein, ja. Ja, ist ein bisschen buggy, der Base ist so ein bisschen verbuggt, ja. Also ja, ich könnte damit leben. Genau. Wenn dann Logikfehler in der Richtung wäre, oder? Ja, also für mich wäre es ja jetzt nicht so. Also es wird mich schon irgendwie stören, aber es ist okay. Ja, so, wenn der Rest halt gut ist, so, ne? Okay, ja gut, das kann ich verstehen. Julian, magst du zu deinem Dach mal eben rüber? Hast du Lasersteine am Start? Ja, hast du eine Spitzhacke für mich? Tatsächlich sogar, ja. Nice. Oh. Sogar. Hui! Ich bin Harry Potter, ich fange jetzt Schnatz. Sprachfehler. Schnatz! Das werde ich nicht rausschneiden. Ach man. Es tut mir wahnsinnig leid, Julian. ich bin nur gerade. Hast du nur Nethersteine von der Base mitgenommen oder hast du auch die yes, da. Sir. Okay, dann schnappe ich mir die da unten. Da waren nämlich auch noch welche. Weil, so ein Dach sollte eigentlich nicht so lange dauern. Das müssten wir jetzt hinkriegen. Haben wir noch eine Workbench irgendwo, damit ich mir so Stufen machen kann? Achso, ja genau, die brauchst du. Ja, die ist hier unten, wenn du mal ganz runterfliegst, beim Innenhof direkt. Eieiei. Und magst du mir vielleicht im Austausch ein paar Nethersteine geben? Also so diese Ziegelsteineblöcke, die ganzen? Ja. Je nachdem, wie viele du da. Also ich denke mal, wir brauchen da maximal so 2 Stacken. Das wäre sogar noch zu viel. Ja, okay, ich habe 4 Stacks, dann kriegst du 2, ich krieg 2. Ja, ja, warte, dann habe ich hier sogar. Ja, gut, ich habe 3 Stacken Treppen. Ich könnte dir, ja, dann 1,5 Stacken davon abgeben. Guck mal, wie freundlich. Hier, guck mal. Bleib mal stehen, so. Hier hast du einmal deine Treppen. Oh, hab ich die lieb. Ja. Ah, es ist, Dankeschön, das ist sehr lieb. Komm mal. Sehr schön. Okay, warte, dann mache ich mir daraus aber, glaube ich, nochmal ein paar. Also, ich mache mir daraus etwas, aber ich sag dir nicht, was ich mir daraus mache. Oh, Junge, das ist so unfair. So. Aber dann direkt mal zu der Frage: Wie oft hast du in deinem Leben schon Dächer in Minecraft gebaut, Julian? Du hattest beim letzten Mal irgendwie erzählt, dass du generell schon gebaut hast, aber nicht ja, so explizit. Das Problem ist, ich habe ja halt gesagt, dass ich mich eher in Höhlen einbaue. Also, eigentlich. Genau, ja. Ich habe noch nie Dächer gebaut. Ich habe Decken gebaut, aber keine Dächer. So, jetzt überlege ich mal, was du dir gecraftet hast, damit ich mir das auch craften kann. Es gibt ja eigentlich Hardstats? Nur eine. Ja. Die Möglichkeiten sind beschränkt. Ja. Ich gucke mir einfach mal, welche schon funktionieren. Oh Gott, und ich weiß auch. Also, ich habe schon oft Dächer gebaut, weil, wie du vielleicht gesehen hast, Hogwarts besteht zu 90% aus Spitzdächern. Also. Ja. Ne? Und, ich mache hier schon direkt einen Fehler, glaube ich. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber ich hatte dir auch vor der Folge schon erzählt, dass es hier einige Spitzdächer gibt, die ich definitiv nochmal in Zukunft überarbeiten werde, weil sie mir einfach nicht gefallen. Und, deswegen würde ich mich auf jeden Fall nicht als Profi bezeichnen, was das anbelangt. Deswegen wiederum würde ich sagen, dass du eine realistische Chance hast zu gewinnen, es sei denn, du kopierst natürlich bei mir. Das ist sehr lieb von dir, lieber DarkGLP, dass du an mich glaubst. Ja, danke. Ich will dir nur so ein bisschen Hoffnung machen. Hast du das gut abgelesen? Das war schon ganz. Das war schon gut, Julian. Das hast du gut gemacht. Ja. Kennst du die PayPal-Adresse, ne? Ja. Okay, ich glaube, das müsste jetzt bei mir soweit funktionieren. Ich baue jetzt nämlich als erstes hier so einen Rahmen drum. Und dann ist halt jetzt nur die Frage, also. Es soll bei uns beiden am Ende das identische Dach sein. Sprich, das wird am Ende auch bei einem abgebaut. Ich muss mir auch noch merken, was ich hier baue. Ja, man kann es ja auch nachher sich ungefähr anschauen, dann sieht man das ja. Also, sollte eigentlich klappen. Das eigentliche Ding ist halt nur, dass ein Dach dann später abgebaut werden muss. Also das Verliererdach logischerweise. Und ihr Zuschauer da draußen, ihr werdet übrigens auch entscheiden, welches Dach am Ende gewinnt. Sofern wir es in dieser Folge überhaupt schaffen, ein ganzes Dach zu bauen. Ich habe mir da eigentlich schon vorgestellt, dass das klappt. Weil es halt ein kleines Dach ist. Aber mein Einschätzungsvermögen ist ja nicht selten ein bisschen lost. Das weiß man ja mittlerweile, glaube ich. So, aber ich denke, ich bin ganz gut dabei. Julian, wie läuft's bei dir und deinem wundervollen Dach? Ja, ich probiere mich gerade ein bisschen aus, sagen wir es so. Okay. Aber es sieht gut aus. Also ich bin
optimistisch so? Oder? Ja, ja, genau. Ja? Genau das. Ich muss gerade gucken, dass ich das kopiert bekomme, quasi, was ich vorher gebaut habe. Kopiert bekomme, was du vorher gebaut hast? Ja, also. Ja. Ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Okay, okay. Also habe ich es gut rübergebracht. Also, was soll ich auf der einen Hälfte. Mann! Ich will. Okay. Ich hier die ganze Zeit die Stufen falsch rum. Ach, das Problem habe ich auch ständig. Das ist das Schlimmste überhaupt in Minecraft. Und Half-Slaps. Das sind so die beiden Horrorsteine. Zeitumkehrer, ahoi! Woo! Du musst einfach ahoi. Unten dran sitzen, ne? Ahoi! Ahoi! Es klappt wieder nicht. Ah, jetzt geht's, okay. Jetzt bin ich gerade auch am Rätseln. Wie mache ich denn das jetzt weiter? Ist das richtig so? Habe ich das so gebaut? Ist das ja! So? Oh mein Gott, ich bin so ein verdammter G. Machst du es richtig, ja? Ja, klar, okay, normal. Okay. Irgendwie fände ich es schon irgendwie peinlich, wenn ich jetzt verlieren würde, weißt boah, du? Boah, das wär auf jeden Fall heftig peinlich. Ja, sag's noch so. Ist okay, ist okay. Also, ja. Nee, ich schaff das, ich schaff das. Ich bin absolut zuversichtlich und ich habe gerade noch ein gutes Gefühl. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade eine Art Dach baue, die ich noch nie zuvor gebaut habe. Ja. Oh, und ich fall fast runter. Und ich habe keinen Lol, ich habe einfach keine Steine mehr. Jetzt habe ich noch mehr brauche. Wie schnell bist denn du? Ich gehe mir mal noch mal eben ein paar mehr holen. Und ja, bring dir welche mit. Ja, du wirst wahrscheinlich auch noch welche brauchen. Kann sein. Muss ich nur mal gucken. Bin mir nicht sicher. Muss ich mal gucken, wo ich noch welche herkriege, weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir noch welche bei Koppel haben. Jetzt dürfen wir gleich noch im Nether farmen gehen. Aber... Hast du dir aber gut für eine Folge überlegt. Ne, das ist alles hier so durchgeplant und alles. Alles zusammen. Ja. Aber das klappt schon. Und wenn, dann wird mein Dach fertig und dann habe ich ja eh automatisch gewonnen. Das war eigentlich so mein Hintergrundgedanke, weißt du? Lol. Ja, das war schlau, ne? Das ist richtig smart, Alter. Hätte ich ganz zugetraut. Ja, manchmal findet man auch ein blindes Huhn in Korn. Wo ist hier das Grundbasement jetzt so? Okay, ja, das ist schon mal das Wichtigste und Schwierigste vor allem auch. Wenn du das geschafft hast. Ja, wobei, nee, die Übergänge generell, wenn man schmaler wird, das ist das Schwierigste. Mach mir ruhig Mut. Ich glaube an. Oh, hier sind noch sehr viele Nethersteine. Ich bring dir mal welche mit. Ich als guter Bruder. Bin schon sozial, ne? So. Ja, find ich voll schön. Hast du auch gut abgelesen. Ja. Ich bin stolz auf dich. Ich habe jetzt 2-Meter-Zettel einfach rumliegen. Ganze Zeit ablesen. Ja, aber das spricht für deine gute, hier, wie heißt das? Vortragsfähigkeit oder so. Ja, ja, ich mache auch bald Hörspiele und so. Ah, okay. Ja. Wie, liest du dann auch so Harry Potter und der Orden des Phönix? Gelesen von Rufe. Ah, nee, warte. Scheiße. Da war was. Oh, nee. Hier gibt's auch wieder diesen komischen Schattengrafik-Bug. Ich könnte kotzen. Schattengrafik-Bug? Zeige ich dir gleich. Also, die Zuschauer sehen es gerade. Das ist so ein Bug, der durch den Shader und den. Ja, nicht nur zwangsläufig durch den Shader, aber vor allem durch die Schatteneffekte in Minecraft entsteht. Dann wird nämlich so eine Seite total unrealistisch schwarz angestrahlt, wenn du dir was drunter vorstellen kannst. Also, als ob da so. Komplett Schattenseite wäre, obwohl das gar keinen Sinn macht, weil die Sonne dahin scheint. Ah, ja. Das ist ziemlich lost, aber naja. Wie damals ungefähr diese Daisy-Bugs, wenn du Stacheldraht gesetzt hast? Weißt du, wo du so quer über die Map diese schwarzen Streifen... Ja, hier sind die ein bisschen punktueller, aber es geht so in die Richtung, ja. Zeig ich dir gleich. So, ich glaube, jetzt muss ich... oh Gott, was muss ich denn jetzt? So... So, 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 und dann so. Ne? Nee. Oh, ich will meinen Elderstab wieder. Das ist so kacke. Ich habe hier auch nur noch diese blöden Besen. Und wie du jetzt selber auch schon mehrfach gemerkt hast, kann man die nicht einfach so mal eben überall hinsetzen. Aber man braucht halt 2 Steine Platz und das ist halt auf einem Dach. Ne? Ja, ja, ich, So ein bisschen bescheiden. Vor allem, um mit den beim Fliegen Blöcke zu setzen. Alter! Oh mein Gott. Ey, ich glaube, ich bin ja wirklich auf einem ganz... Ich muss dazu sagen, ich weiß, mir werden manche unterstellen, Daniel, du hast dich ja vorher schlau gemacht, wie das funktioniert. Habe ich aber wirklich, wirklich nicht. Also, ja, zu Julian nach der Folge werde ich sagen, das habe ich, damit er sich nicht so schlecht fühlt. Aber, nein, ich glaube... Ah! Alter, ich setze mich die ganze Zeit aus Versehen auf meinen Besen. Ist das gut? Ja, nee, ja, kommt drauf an, ne? Warte mal. Togo. Es gibt nur eine Sache, die hasse ich übertrieben in Minecraft und vor allem in Bezug auf die Treppen. Man kann keine Treppen so in die Ecken reinsetzen, sodass die mit der Ecke abschließen. So, also die Zuschauer wissen jetzt, was ich meine, aber... Ja, ich glaube, ich kann es mir gerade auch vorstellen. Du kannst sie halt immer nur so 90 Grad
setzen und nicht so 45 oder... Das ist ziemlich blöd. Aber, also, außer du hast halt zwei Treppen aneinander, ne? Dann geht's, ja. Dann geht's. Aber... Das geht bei meiner... Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll, weil ich gehofft habe, dass du es nicht weißt und das mein Vorteil sein könnte. Nee, leider nicht. Tut mir leid, das war mir tatsächlich bewusst, aber... Schade. Hilft mir leider gerade auch nicht so sehr, aber ich glaube, ich bin sowieso fast fertig, Minjung. Mein Besen. Ich habe meinen Besen verloren. Ah! Komm nicht mehr dran. Warte. Ah doch, alles gut, alles gut. Geht alles, gut. Ja? Okay. Ja, alles... Na, ich dachte, du wolltest dich gerade so ein bisschen rausreden hier, ne? So, ne? Nee. Aber, okay. Aber mal. So. Und jetzt noch einen süßen Half-Slap hier. Nee, warte, kein Half-Slap. Ich hab noch eine Idee. Oh mein Gott. Die Idee würde ich, glaube ich, sogar dir mitgeben. Obwohl. Nee. Warte mal. Und zwar muss ich mal gerade ganz kurz gucken, ob man das auch so craftet, wie ich mir das vorstelle. Ja, okay, ich gebe dir doch die Idee mit. Also ich werde das gleich einfach bei dir machen. Ich denke mal, das wird so oder so einen positiven Effekt haben. So. Weil das Ding ist halt, in Hogwarts sind die Dächer immer unglaublich spitz zu laufend. Mhm. Und das kann man vielleicht mit diesem Effekt hier ganz gut machen. So. Ey, also ich bin gar nicht mal so unzufrieden mit dem, was ich mache. Das okay. Könnte wahrscheinlich echt... Also ich Schade. Muss sagen, dass ich fertig bin, Mr. Julian. Ja, ich muss sagen, ich nicht. Okay, das ist natürlich dann schon mal eine Aussage, auf die man nicht bauen kann. Ich würde ja total gerne nochmal für ein bisschen Feinheit sorgen, aber mir fällt nichts ein, was ich... Ah doch, mir fällt wohl was ein, warte. Ha, das sorgt doch für noch mehr, Dings. So, als hätte man sich Gedanken gemacht. So, und dann da nochmal. Oder? Nee, ich fand das vorher, glaube ich, schöner. Ich nehme die nochmal eben weg. So, Mr. Julian, Sie haben noch ungefähr 2 Minuten Zeit. Ey, jetzt machen wir hier nicht den... Es tut mir wahnsinnig leid. Soll ich Ihnen vielleicht noch unterstützend zur Seite stehen? Nee, ich bin tatsächlich auch schon in Endzügen. Okay. Alles cool. Okay. Würde dir die Stelle gerne zu nutzen, um allen meinen Fans zu danken für all die Jahre Vorbereitung und Geld, was sie mir gespendet haben, um hier performen zu können. Mhm. Liebe raus an Julians Fans. Ja. Hi Hildegard, ja, ich meine dich. Danke. Die gute alte Hildegard, man kennt sie. Mann, Alter, so eine gute Dame. Ja, ich liebe sie. Ey. Die Welt ohne sie wäre einfach ein grauer. Wäre einfach grau und trostlos. Alles ausplatt. Bricken. So, Leute, ich will ja nicht sagen, oh Gott, von der Position sieht's ja ekelhaft hässlich aus. Was hab ich denn... Hä? Alter, was hast du denn da gemacht? Ey, Junge! Ich hab noch gar nicht hingeguckt. Nee, also, es kommt auf die... Ja, wobei... Ja... wobei doch, wenn man so guckt... Also, ich bin nicht unzufrieden, sagen wir es so. Ich bin nicht unzufrieden. So, Mr. Julian, der Countdown läuft. Ich flieg in der Zeit nochmal eine Runde über Hogwarts. La 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 la. Falsches. Wolltest du? Ja, ich wollte gerade sagen. Kennst du diesen Soundtrack, den ich gerade gesummt habe? Im 24-Stunden-Livestream haben wir rausbekommen, was das für ein Soundtrack ist, den ich immer wieder vor mich her summe. Dieses la 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 la. Das ist doch irgend so ein Karnevalslied. Nee. Ich kenn's. Aber mir fällt's nicht ein. Es hat mich so verwirrt, weil das, woher es stammt, habe ich so in der Form nie bewusst gehört. Aber irgendwie hat sich das in mein Gedächtnis gebrannt und es kommt von den Schlümpfen. What? Ja, wirklich. Okay. Also, nicht mal die Zeichentrickserie, sondern irgendwie so ein Sketch, so ein Standing-Comedy, wie heißt das? Stand-Up-Comedy? Stand-Up-Comedy, genau, ja. So, der Schiedsrichter ist nun da. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen Was? Nichts. Das... Hey. Ja, okay, fuck it. Ich wollte hier noch was ausprobieren. Ja, brauchst du nicht. Arsch. Nein, alles gut, Julian. Es sieht gut aus. Ja, okay. Sieht ein bisschen mehr aus wie eine Glocke, ne? Ja, es ist... Ja. Ey, wenn du eine Kirchenglocke hättest bauen wollen, dann wäre das besser gewesen. Ein bisschen sehr klumpig. Ne? Ja. Das ist aber auch tatsächlich tricky bei der ganzen Sache. Man muss dafür ein Gefühl kriegen, wie hoch das Ganze gebaut werden muss, damit es auch diesen spitzen
diese spitze Optik bekommt. Mhm. Aber guck mal, weißt du was? Ich helfe dir noch. Und zwar mit meinem Trick, den ich vorhin genannt habe. Ah, sneaky. Ne? Okay. Meine, okay. Das sieht nicht mehr ganz so schlimm gut aus. Ja, Leute, ne? Das ist einmal Julians Variante, das ist einmal meine Variante. Ich weiß, es ist ultra schwer, welche da besser ist, aber lasst mal gerne Feedback da. Julian, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dich in diesem Bauwettbewerb mit mir um den ersten Platz geprügelt hast. Immer wieder gerne. Bin sehr gespannt, was dabei rumkommen wird. Und genau. Und ich erst. Hast du denn noch letzte Worte an die Zuschauer, die du ausrichten möchtest? Ja, klar. Rettet die Beluga-Wale. Genau, das ist immer eine gute Sache. Übrigens auch die Delfine, weil Delfine mögen wir einfach alle. Das sind gute Wesen und es sind nette Haie. Und ansonsten lasst alle Daumen nach oben da. Abonniert Julians Kanal nicht, weil er hat immer noch keinen, obwohl ich ihm das gesagt habe. Und da macht er sich jetzt demnächst ein und dann wisst ihr das. Und dann sehen wir uns wieder bei, Julian, sag es. Call of Duty? Nein, bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts, Leute. Tschüss, genießt dieses Leben. Tschüss.